Heute geht es um einen ganz markanten Gebirgsstock in den Dolomiten. Dort führt keine einfache Wanderung hinauf, sondern es gibt nur Kletterrouten. Wer von euch war denn schon mal zum Wandern oder gar zum Klettern in den Dolomiten unterwegs? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare hinein. Und vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Tourenvorschlag für mich und für alle, die dann gezielt in den Kommentaren unten drin danach suchen. Und ansonsten, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, geht es heute um die drei Zinnen. Die drei Zinnen gehören zu den spektakulärsten Wahrzeichen der Alpen. Sie erheben sich am Südrand eines weitläufigen Plateaus mitten im UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten. Die höchste Erhebung des Gebirgsstocks ist die große Zinne mit 2999 Meter Höhe. Sie steht in der Mitte, genau zwischen der westlichen Zinne und der kleinen Zinne. Doch wie konnten solch steile Formen überhaupt entstehen? Grund ist das Absinken des Meeresspiegels vor zig Millionen Jahren und der instabile Untergrund, auf dem die Zinnen stehen. Dadurch kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Felsstürzen und genau dieses Wegbrechen von Felspartien ließ die drei Zinnen formen. Die Erstbesteigung gelang im August 1869 durch den Wiener Paul Grohmann. Er engagierte damals zwei einheimische Bergführer und gelang über den heutigen Normalweg in weniger als 3 Stunden zum Gipfel. Seitdem wagten immer mehr Kletterer den Aufstieg, sodass die drei Zinnen mittlerweile über zahlreiche Kletterrouten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden erschlossen sind. Insbesondere die 500 Meter hohe Nordwand der großen Zinne ist eine Herausforderung. Der Sachsenweg, die sogenannte Superdiritissima, führt im 9. Schwierigkeitsgrad mehr oder weniger senkrecht nach oben. Zum Glück kommen nicht nur Kletterer in den Genuss der drei Zinnen. Die Umrundung ist eine der beliebtesten Wanderungen der Alpen. Im Winter lohnt eine geführte Schneeschuhwanderung oder eine Skitour auf das Plateau. Denn die Aussicht ist auch von unten beeindruckend. Danke Felix fürs Zusammenstellen. Und einer, der schon sehr, sehr häufig auf den drei Zinnen stand, ist Christoph Heinz. Außerdem hat er ja auch schon die Eiger Nordwand Free Solo bezwungen und hat etliche neue Routen in den Alpen entdeckt und erst bestiegen. Und es gibt auch einen Film über ihn, der nennt sich Der Zinnenmann. Und heute habe ich ihn über Skype zugeschaltet. Hallo Christoph! Hallo, servus! Was ist denn deine Lieblingsroute an den drei Zinnen? Also da gibt's viele Lieblingsrouten. Vor allem die klassischen natürlich. Eine Komici in der Zinnen-Nordwand oder eine Dibona-Kante, was ich auch oft mit Gästen klettere. Oder die gelbe Kante, die ist dann südseitig. Die kann man im Frühjahr sehr früh klettern und im Herbst noch sehr spät. Auch oft mit Gästen ist sehr schön. Aber allerdings, mir gefallen auch meine schwere Routen. Zum Beispiel eine von mir eröffnet, das Phantom der Zinne, ist eine sehr schöne und coole Route. Dann natürlich die Hasse Brandler, die damals von den Sachsen eröffnet wurde. Und deswegen sind die Zinnen für mich sehr, sehr abwechslungsreich. Sie haben natürlich auch bestimmte Eigenschaft. Das ist auch teilweise der brüchige Fels. Also ist nicht ein sehr kompakter Fels, wie man ihn halt in manch anderen alpinen Dolomitenwänden findet. Aber ich liebe den Fels. Ich habe gelernt, mit ihm umzugehen. Und ja, und deswegen sind die Zinnen für mich schon durch die Berühmtheit, auch durch den Namen, weltweit sehr bekannt, was ganz Besonderes. Jetzt hast du ja auch schon mehrfach deine Free-Solo-Route in der Nordwand der großen Zinne angesprochen. War das denn auch deine schwierigste Begehung dort oder hast du noch eine schwierigere Route dort gemacht? Also ich habe viele Routen geklettert in den Zinnen, also bis zum oberen 9. Schwierigkeitsgrad. Aber Free-Solo durch die Nordwand klettern war halt doch eine andere Herausforderung. Also du hast kein Seil dabei, du bist ganz auf dich gestellt, du musst wissen, jeder Tritt, jeder Griff muss passen, du darfst keinen brüchigen Griff erwischen, ein Fehler ist einer zu viel, dann bist du einfach mausetot. Und deswegen, es war auf der einen Seite so der Reiz, das zu machen, und auf der anderen Seite war mir auch die Gefahr bewusst. Aber ich glaube, mit meinem Niveau konnte ich das schon sehr gut steuern und habe das dann auch ganz locker gemacht. Wie kannst du denn trotzdem die Gefahr, die dir ja bewusst ist, dann auch so weit ausblenden, dass du trotzdem weitergehst? Ich glaube, ich kann mich in so einer Aktion so auf mich konzentrieren, dass eigentlich die Welt rundherum nicht mehr existiert.
Also es existiert nur mal das Ich und die Wand. Und mit dem setze ich mich auseinander und mit dem kann ich eigentlich sehr gut umgehen und konzentriere mich voll auf mein Jetzt. Und dann in der Regel geht es eigentlich gut. Und so hast du dann auch die Grumman-Heinz-Führe jetzt ganz neu gefunden und dann auch verwirklicht. Wo führt die denn genau lang? Also die Grumman-Heinz-Führe ist vielleicht deswegen was Besonderes, weil sie erstens mal südseitig ist, wo es ja angenehm ist, wo Sonne ist. Und es ist die längste Route auf die Große Zinne, also überhaupt die längste Route in den Zinnen. Die ist über 1000 Meter lang. Deswegen, weil im unteren Teil muss man ein paar Türme überschreiten, muss auch wieder abseilen. Und man kommt dann irgendwie auf den Normalweg hoch und dann geht die Route immer so rechts halten vom Normalweg rauf. Und ich habe nichts anderes versucht, wie eine zusammenhängende Linie von unten bis oben zu kreieren, die es bis damals noch nicht gab. Es waren sicherlich schon Leute auf den Turben, auf den anderen Turben, weil sie sich verlaufen haben, weil sie abseilen mussten, weil sie bei Schlechtwetter runter mussten, weil sie vielleicht den Einstieg falsch eingestiegen sind. Man findet ja immer wieder überall Leute in den Zinnen. Und aber eine zusammenhängende Linie, vor allem eine leichte kletterbare Linie, das war die Herausforderung und das war mein Ziel und das ist mir auch gelungen und die Route wird auch sehr gut angenommen. Und wer ist für die Benennung der Routen zuständig? Weil die heißt ja jetzt zum Beispiel Grumman-Heinz-Führe und dann gibt es da auch so Routen, die heißen Ötzi trifft Yeti. Wer kommt denn auf solche Namen? Bist du dafür zuständig oder wie kommen diese Namen zustande? Da bin ich dafür zuständig. Manchmal sind es Kollegen, manchmal sind es Freunde oder Freundinnen, wo man das Thema halt bespricht und dann entwickelt sich so ein Name. Aber diesmal wurde ein Name gesucht. Und auf der einen Seite war ja Paul Grumman der Erstbesteiger von der Großen Zinne. Und deswegen einmal Grumman und als zweites war ich dann der kreative Geist, was eben diese Route dann eröffnet hat. Und deswegen der Name Grumman-Heinz. Also so kann man das beschreiben. Und liebe Zuschauer, die Erstbesteigung der Großen Zinne ist ja mittlerweile über 150 Jahre her. Und dazu, um so die Entwicklung der Kletterszene auch darzustellen, hat Reinhold Messner einen Film gedreht, der heißt Die Große Zinne. Hast du, Christoph, den Film gesehen? Ich habe den Film gesehen, ja. Wie findest du den? Also wie hat er dir gefallen? Im Großen und Ganzen hat er mir recht gut gefallen, der Film. Für mich war er ein bisschen zu lang, aber sonst die Geschichte und die Erstbesteigung, wie es gemacht wurde, sehr aufwendig, natürlich mit viel Geld im Hintergrund, war schon eigentlich eine schöne Geschichte. Dann schauen wir da doch mal kurz rein. In diesem Film Die große Zinne erzählen wir die Geschichte des Felskletterns. Paul Grumman ist ja als erstes die Erstbesteigung auf die drei Zinnen über den Normalweg gelungen. Ist das heutzutage die einfachste Tour auf die drei Zinnen oder gibt es da noch eine leichtere? Na, das ist heutzutage nach wie vor die leichteste Route, also mit 3+ bewertet. Und ist auch eine sehr schöne Route. Die klettere ich als Bergführer sicherlich 3-4 Mal im Jahr. Man soll aber diese Route an der Zinne nie unterschätzen, weil es ist ganz oft so, dass in den Zinnen auf einmal Nebel aufzieht. Der Berg hüllt sich in Nebel ein und dann ist man irgendwo und viele haben dann das Problem eben mit dem Abstieg. Der ist nicht leicht zu finden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man immer sehr früh
losgeht, wenn man losgeht an die Zinnen, weil dann ist die Chance größer, dass das Wetter stabiler bleibt. Und gegen Mittag kann es halt manchmal sehr schnell umschlagen, gerade in den Dolomiten. Deswegen, es empfiehlt sich schon, wenn man in dem Gelände nicht sehr gewandt ist, doch mit einem Bergführer da unterwegs zu sein. Und da kommst du ja dann ins Spiel. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Christoph, ich möchte gerne auf die große Zinne über den Normalweg, was muss ich denn da können? Was antwortest du denn den Leuten? Also im Endeffekt braucht man da eigentlich nicht viel können. Man muss einfach ein bisschen sportlich sein. Höhenangst sollte man nicht haben, aber manchmal kann man auch das überwinden, indem man sich einfach dem Bergführer anvertraut. Der Aufstieg ist circa 3 Stunden lang und der Abstieg in etwa gleich lang. Also man benötigt mehr oder weniger 6 Stunden für die Besteigung der großen Zinne. Ein bisschen eine Kondition sollte man schon mitbringen. Aber manche Leute meinen jetzt, bevor sie jetzt die große Zinne besteigen, müssen sie noch weiß Gott was alles niederreißen. Und das ist völliger Blödsinn. Einfach, wenn man normal wandern geht, wenn man halbwegs trittsicher ist, dann kann man hinter mir locker hinterher klettern. Wenn es mal schwieriger wird in 1-2 Stellen, da werde ich auch mal beim Seil ein bisschen anspannen, damit man das Sicherheitsgefühl hat. Und sonst geht man das eigentlich ganz locker nach oben. Klarerweise für jemand, was das nie gemacht hat, ist das schon eine Herausforderung. Aber wenn man das Vertrauen zu mir oder zu irgendeinem anderen Bergführer hat, dann ist das eigentlich kein großes Thema. Dann schafft man das. Wie ist denn die Aussicht von der großen Zinne? Was sieht man da für Berge? Ja, also von der großen Zinne sieht man eigentlich in Venedig unten die Fische hüpfen. Man sieht eigentlich die ganzen Dolomiten nach Süden, also bis rüber zur Marmolata. Und im Norden sehen wir Richtung Großglockner, wir sehen die ganzen Zillertaler Alpen, ganz hinten sogar noch die Ortlergruppe. Es ist eigentlich schon ein traumhafter Blick von da oben. Da möchte ich jetzt auch noch ganz eine kurze, nette Geschichte erzählen. Bin ich auch mit einem Gast auf die große Zinne geklettert und dann habe ich ihn auf dem Gipfel halt all diese Berge so ringsum erklärt und irgendwann sagt er zu mir, ja, wo ist denn die große Zinne? Habe ich gesagt, ja, auf der stehst du. Wo dachte er denn, dass ihr seid? Er war so mit den anderen Bergen rundum beschäftigt, dass er nicht mal wusste, dass er auf der großen Zinne steht. Und dann habe ich bei dir auf Instagram auch gesehen, dass du auch schon mit Frank-Walter Steinmeier unterwegs warst. Hast du den Bundespräsidenten denn auch schon auf die 3 Zinnen geführt? Also mit dem Frank-Walter Steinmeier war ich natürlich auf der großen Zinne oben. Und letztes Jahr war ich auch mit ihm auf der kleinen Zinne oben. Ist die kleine Zinne schwieriger als die große Zinne? Weil die wurde ja auch jetzt später erst bestiegen. Ja, die kleine Zinne ist schwieriger. Eigentlich eine Seillänge, was wirklich schwieriger ist. Aber sie wurde halt früher bei der Erstbesteigung so als der Teufel, haben sie gesagt, bezeichnet. Aber mit Frank-Walter Steinmeier ist es sehr schön unterwegs zu sein, weil er ist einfach jemand, was die Berge sehr liebt. Er ist eine Person, eine sehr, sehr nette Person und eine ganz einfache Person am Berg, also jeder kann ihm ansprechen, jeder kann mit ihm ein Foto machen und er freut sich über jeden Gipfel ganz besonders. Und das ist für mich schon, wenn ich sowas sehe, dann berührt mich das irgendwo. Dann weiß ich, dass ich ihm als Bergführer was ganz Besonderes geschenkt habe, was er sonst eigentlich nicht haben kann. Und das ist für mich faszinierend. Cool, danke fürs Erzählen, Christoph. Danke fürs Dabeisein. Und das war ja sehr, sehr spannend. Findet ihr nicht auch, liebe Zuschauer? Und vielleicht hat ja der eine oder andere von euch jetzt auch Lust bekommen, mal auf die 3 Zinnen aufzusteigen. Dann ist Christoph euer Bergführer. Dann wünsche ich dir noch alles Gute und vielen Dank. Und wenn du mal in Südtirol bist, kannst du ja mal anrufen. Ja, mache ich auch. Da komme ich sicher drauf zurück. Gut, tschüss, ciao. We'll be right back.
Das war's. Ich packe die große Zinne damit auf meine Bergwunschliste. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Markus Frings, dem Co-Produzenten von Die große Zinne, dem italienischen Alpenverein und bei den drei Zinnenbergbahnen für die tollen Aufnahmen und das starke Bildmaterial bedanken. Und wenn euch, liebe Zuschauer, das Video jetzt gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte einen Gefällt mir unten drunter oder drückt sofort auf Abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und hier geht's zu den nächsten Videos. Bis dann!